So, Ostern ist jetzt vorbei. Unsere Besucher sind auch schon abgereist. Die Sigrid und Markus Abreise ist auch nur noch 2,5 Tage. Die Zeit vorbei. Wir wollen noch ein paar Aufnahmen machen zum Mitnehmen in die Heimat. Oh, Sigrid hat ein bisschen aufgebaut. Ne? Das sieht aber bombig aus. Mein lieber Mann. Das ist ja eine ganz tolle Sache. Hallo Marco. Hallo Marco. Hallo. Heute Nachmittag sehr heiß. Wir werden sowohl so 34 Grad haben, im Schatten natürlich. Und die in der Sonne sind, noch ist das noch ein bisschen mehr. Guck mal her. Schau mal her. Ja. Willst du bald nach Oma fahren? Ja. Ja? Wie denn? Wie denn? Wie? Guck doch mal hierher. Kann ich ja gar nicht sehen. Da. Hm? Sie geht, die will noch ein bisschen Bräune erwischen die letzten Tage. Hier noch richtig alles braun bekommen, so. Ja. Und dann hier die wunderschönen Pflanzen, die sind noch nicht ganz reif. Dauert noch so 14 Tage. Dann kann man die essen. Zentnerweise hängt hier an dem Baum das Zeug da an. Ganz scharf über Sigrids Kopf. Ja. Geht's hier weiter. Weht ein schöner Wind heute Nachmittag.
Ich hier sieget im Wasser. Die Füße auf einer kleinen Palmeninsel. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlafen Sie gut, junge Frau. Auch nicht Schwimmflügel anhaben müssen. Wenn du einschläfst, dann blubberst du ab. Ja. Marco, pass mal auf. Marco, guck mal. Pass auf. Ups. Das war gut. Ja, spring rein. Aua, ist das heiß. Nein, ja. Gut. Eins, drei, sechs. Komm her. Jawohl. 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 Und die Beine? Was machen die Beine? Die Beine machen nichts, was? Er muss ihn hinlegen, er kann ja so schön am Rücken schwimmen. Am Rücken schwimmen, lass uns am Rücken. Nein! Nein, Luft 36 im Schatten und Wasser 35 mindestens. Ja! Jetzt haben wir den Ball. Pass auf. Eins, zwei, drei. Da! Jetzt hierher werfen, zu mir. Ball, Ball! Hallo. Eins, zwei, drei.
35. Mhm. Oh, ja, das hat jede Menge. Oh. Oh, ist Mama da oben? Mama ist hier oben, ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der Ball kommt wieder, guck mal. Der Ball kommt, ja. Da kommt der Ball hinter dir. Der Wind, der treibt ihn hierher. So, jetzt ist die Zeit für Marco und Sigrid auch schon bald wieder vorbei. Wir wollen noch so einen kleinen Rundblick machen hier durchs Camp. Denn man weiß ja nicht, wie sich die Zeiten hier mal ändern. Da muss man ja alles ganz genau aufnehmen. Heute ist noch ein wunderschöner Tag. Blauen Himmel, Sonnenschein. So wie man sich das hier vorstellt. Hier ist nochmal unser Haus. Vom Schwimmbad gesehen. Alles nicht so weit entfernt. Kann das ganz leicht ablaufen. Dann haben wir unsere Fächerpalme.
geholt aus dem Clubhaus. Marco hatte natürlich wieder Gur. Wie immer. Nur noch Cola und Wasser trinken. Aber am liebsten natürlich Cola. Oder Coca. Warum die nicht ins Wasser?
die Wilmund mit Marco am Essen ist. Marco, schmeckt es denn? Ja.